mein Name ist Avocado Blues. Ich bin Indie-Autorin, Schriftstellerin im Selbstverlag und habe ein Kinderbuch herausgebracht, weshalb ich hier bin. Und zwar heißt es Taiwan Kinder und die geheimnisvolle Postkarte von Mami Wata. Und darin geht es darum, dass zwei Jungs, die binational sind, in ihren Träumen nach Brasilien reisen und einer Meerjungfrau dabei helfen, ein Schiffswrack zu bergen. Und dabei etwas Kulturelles mitnehmen aus Brasilien, aus Deutschland und auch etwas aus Nigeria. Vorsichtig greift er nach dem Zipfel und zieht den Ballon zu sich hinunter. Pass bloß auf, dass er nicht, doch bevor Kenne seinen Satz beenden kann, gibt es einen lauten Knall. Ich bin ja auch selber aus Hamburg, also in Hamburg geboren. Meine Mutter ist Kamerunerin, mein Vater ist Nigerianer. Und somit bin ich mit ganz vielen Kulturen aufgewachsen und habe in London auch das nochmal kennengelernt, wie schön es sein kann, wenn wir Diversität eher zelebrieren. Und wollte das, was ich gelernt habe, einfach in einem Medium verfassen können, dass Leute in Leuten auch diese Leidenschaft wecken könnte. Und dadurch bin ich dann erstmal zur Kunst, habe erstmal mit Theater angefangen und durch Theater mit dem Schreiben dann halt zum Kinderbuchschreiben gekommen. Glaube ich, ab 11, 12 habe ich das erste Mal angefangen, wo man einfach so seine eigenen Broschüren kauft, seine eigenen Bücher liest, selber in die Bücherhalle geht. Und da ist mir das aufgefallen, dass mir das fehlt. Einfach Thematiken oder Bücher, in denen es Menschen wie mich gibt, die multikulturell sind, in Hamburg leben oder in Deutschland leben, in Köln leben, wo auch immer, und einfach ihren Alltag erleben, ihre Abenteuer erleben, und dass das eine Grundlage ist, aber nicht die ultimative Thematik und auch kein Problem. Und ich wollte einfach auch jetzt selber Literatur kreieren, in dem es nicht immer negativ behaftet sein muss, dass man binational ist. Ich finde es sehr schwierig und ich glaube persönlich, dass es eine Bereicherung sein kann, viele Nationalitäten zu kennen. Und das muss man fördern, weil man auch in der Zeit als Jugendlicher oder als Kind, aber für mich selber als Jugendlicher, einfach das braucht, dass man so, wie man ist, auch in Ordnung ist. Und egal, welche Haare man hat, welche Hautfarbe oder welcher kultureller Background, dass das total in Ordnung ist. Und das hat mir selber gefehlt, als ich dann aus London zurückkam und mir die Medien hier angeschaut habe. Da dachte ich so, hey, wo kommen denn Leute wie ich vor? Ich bin jetzt schon fast 30 und außer in Sport und vielleicht auf MTV kommen wir nicht so oft in der Diversität vor, die wir eigentlich hier im Alltag vorfinden. Das war mir sehr wichtig, eigentlich was Realitätsnäheres auch meiner Gemeinschaft, ich lebe ja hier, auch mit anzubieten, anstatt immer darüber zu meckern halt auch. Ne? Aber ich glaube, gerade auch in Literatur gibt es ganz viele Klassiker. Ne? Also es gibt einfach die Klassiker, die man von Generation zu Generation immer mit den besten Intentionen seinen Kindern gibt. Und man sich dann einfach mit den Büchern irgendwie konfrontiert fühlt, die heutzutage auch etwas eher vorteilbehaftet sind oder sehr klischeenah sind. Und ich finde, zwar gibt es viele neue Bücher auch, aber mir alles noch sehr zu wenig. Wir sind heute 2016. Ich weiß nicht, wie viele Generationen es hier schon gibt, die mit afrikanischer Kultur Kontakt hatten oder mit anderen Kulturen. Und obwohl es ganz oft irgendwie neue Literatur gibt, die sich mit dem Thema Flüchtlinge und das Neuankommen befasst, finde ich, für die hier wohnen und versuchen, irgendwie sich selber zu finden in diesem ganzen Wirrwarr, gibt es nicht, die werden nicht genug aufgefangen, literarisch gesehen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man sagt, ja, du hast auch ein Problem, du findest dich irgendwie auch nicht, sondern sagt, das ist total in Ordnung, du bist Teil unserer Gesellschaft und deswegen hast du auch, sehen wir dich so doll an, dass wir dich auch mit repräsentieren. Und das hätte ich mir gewünscht, einfach für meinen Sohn. Also der ist 2012 geboren. Und es ist ganz schwierig, trotzdem Literatur zu finden, die ihn nicht in irgendeine Stereotype packt
und einfach Vielseitigkeit zeigt. Und zwar Vielseitigkeit heißt nicht nur afrikanisch, nicht nur türkisch, nicht, sondern wirklich so, wie wir hier alle leben und einkaufen gehen. Da wissen wir ja auch nicht, wer woher kommt, und ist total egal. Und das halt aufzeigt. Und das versuche ich halt mit meiner Literatur so anzugehen, dass ich mir einen afrikanischen Mythos suche jedes Mal, der auch in anderen Kulturen vorkommt. Und das fand ich so schön an mit der Meerjungfrau, weil es die ja wirklich in fast jeder Kultur gibt. Um einfach zu zeigen, ja, wir sind verschieden, aber wir können auch die Gemeinsamkeiten feiern, wie auch unsere Unterschiede. Und das ist total in Ordnung. Hallo, meine Lieben. Oh, eine Kati von Mama Wata. Wo habt ihr denn die her? Fragt Papa. Mami Wata? Wiederholen die beiden verwundert. Denn diesen Ausdruck hatten sie noch nie gehört. Papa lacht und erzählt ihnen, dass man in seiner Heimat Nigeria Meerjungfrauen Mami Wata nennt. Also ich glaube, es ist ja oft so, was man vergisst, ist, wenn man jetzt zum Beispiel halb Französisch ist und halb Deutsch, hat man ganz andere, das ist nicht so weit weg. Wenn man nach Afrika reisen will, das ist immer mit hohen Kosten involviert. Und eine große Familie muss das halt einfach wuppen können. Es gibt viele, die einfach gar nicht so oft nach Afrika reisen können, wie sie es gerne wollten. Und man als Kind auch eine romantische Idee dazu entwickeln kann. Zu dem Onkel, zu dem Papa oder zu dem Verwandten, den man am Telefon oft spricht. Oder wie die beiden Jungs in meinem Buch halt mit dem Opa skypen, weil natürlich gibt es in Afrika auch Internet. Und wir sind 2016 und man kann Verwandte auch auf dieser Möglichkeit erreichen. Und das wollte ich einfach auch mit aufgreifen, dass es in vielen Kindern einfach die Sehnsucht gibt, vielleicht Familie und Verwandten besser oder näher kennenzulernen oder dieses Afrika näher kennenzulernen, aber es manchmal an Möglichkeiten einfach mangelt, nicht an Lust. Und das ist auch kein Problem. Man kann halt dann nicht immer jedes Jahr fahren, wenn es nicht drin ist. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber das ist, dass man es haben kann, eine Liebe zu einem Ort, den man nicht so gut kennt, vielleicht eher aus Geschichten und man stellt sich das irgendwie vor. Und das kennen wir ja alle aus unserer Jugend. Irgendwelche nostalgischen Träume oder wo wir auch immer hingereist wären oder sonst irgendwas. Und das wollte ich gerne mit aufgreifen, die positiven Gefühle zur eigenen Herkunft, die auch unsere Identität mitformen sozusagen. Taiwo und Kende sind Zwillinge und doch sehr verschieden. Taiwo trägt seine Haare lieber lang und Kende lieber ganz kurz. Ja, das war mir ganz wichtig, dass ich, dass die Leser die Protagonisten nicht darauf reduzieren. Oh, man sieht auf der ersten Seite, sind sie ganz schlicht vorgestellt. Man sieht, okay, die sind ein bisschen braun, einer etwas lockigeres, längeres Haar, der andere nicht. Aber es geht eigentlich um den Pullover und dass der eine die Haare lieber kurz trägt, der andere über lang. Halt wirklich Charaktereigenschaften. Und dass man nicht wieder diese Stereotypen, die man vielleicht selber schon hat, wieder auf diese Jungs überträgt. Und dann lernt halt, sollen die Kinder oder die Eltern halt mit die einfach einen Tag mit diesen beiden Jungs erleben. Die spielen ja auch im Spielplatz, halt einfach Alltag. Und im Alltag kann es auch mal sein, dass man mal an seine Herkunft denkt oder über eine Person, über diese Person, also einfach diese normalen, natürlichen Verbindungen aufzeigen. Und das ist auch dem Leser selbst überlassen, welchen Teil er von der Geschichte für sich am wichtigsten findet. Ich möchte nur anbieten, ich möchte repräsentieren und einfach aufzeigen, wie wir Diversität auf eine Weise zelebrieren können. Aber es ist jedem selbst überlassen, ob es ihnen vielleicht interessanter ist, dass es um Meerjungfrauen geht, anstatt um den Opa, der in Nigeria lebt. Das ist total gleich und das soll jeder für sich selber entscheiden. Und diese Freiheit, das brauchen Kinder, weil jeder ist unterschiedlich und da kann man dann halt einfach schauen, was ist das, was einen mehr anspricht. Und es muss nicht Identität sein. Es muss nicht sein, dass sie nicht brasilianisch sprechen, obwohl sie in Brasilien reisen oder sonst irgendwas. Aber so nah herankommen an die Realität, wie es möglich war. Durch meine Augen sozusagen. Genau. Ich bin in den 80er Jahren geboren
und habe eine ganz andere Erfahrung, wie es ist, zum Beispiel, ich bin in der Grundschule und es heißt, nein, du darfst nicht mit dem Hautfarbenstift schmalen, du bist zu dunkel. Und dadurch war mein Bild das einzige ohne Farbe an den. Solche Sachen glaube ich nicht, dass die in dieser Form, in Institutionen, so in dieser Extremform vorkommen, 2016, hoffe ich. Aber er ist sehr subtil geworden heutzutage. Also wie gesagt, das Gefühl von Zugehörigkeit fehlt immer noch und das ist ja Rassismus und das fühlt man ja. Und deswegen würde mir wünschen, dass es mehr Kinderliteratur gibt, die einfach Kinder so stärken, dass sie gar nicht dieses Gefühl von Zugehörigkeit von anderen verlangen, von außen verlangen. Das wird natürlich die Gesellschaft nicht zwangsläufig ändern, aber wir müssen leider damit umgehen und damit rechnen, dass es immer Leute geben wird, die Vorurteile haben werden. Und das sage ich meiner eigenen Familie auch. Wir können nicht alle bekehren, aber wir müssen damit umgehen können. Und für mich das Hauptding ist einfach, dass man sich hier dazugehört, gehörig fühlt und mit aktiv die Welt gestalten möchte, die man gerne hätte. Und dabei ist es ganz schwierig, Leute nicht immer in diese Opferrollung zu stellen, weil dann fühlt man sich, hat man das Gefühl der Ohnmacht, man kann eh nichts tun, der Äußere ist stärker als ich, das ist alles nicht meine Art und Weise, wie ich arbeiten möchte. Es ist nicht einfach, aber ich würde mir einfach viel mehr Medien wünschen, die einfach das Selbstvertrauen der Menschen so stärken und sagen, ja, es kann sein, ich habe krause Haare und du bist blond und du magst mich nicht. Ich spiele mit jemand anderen, mit jemandem wie dir will ich selber eh nicht spielen. Das wäre halt sowas, wo ich denke, okay, das ist für mich ein empowered young person. Und das ist mir wichtiger, als Rassismus zu bekämpfen. Ja. Vielen Dank!